Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Detlef Rüsing hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Ich begrüße Sie zu einem neuen Lichtblick von uns und in diesem wird es um das Thema Sexualität und Demenz gehen und im Speziellen darum, wie entwickeln sich Paare oder wie ist der Einfluss des Einzuges in eine stationäre Altenpflegeeinrichtung auf Paare bezüglich ihrer Liebe, ihrer Intimität und ihrer Sexualität. Sexualität und Demenz ist ein ziemlich schwieriges Thema. Also erstmal gibt es nicht wirklich viel besonders gute Forschung zu diesem Thema. Und das andere ist, dass es natürlich immer etwas ist, was auch uns als Betreuende und Pflegende betrifft. Das heißt, die Art und Weise, wie wir auf etwas schauen, hat natürlich immer, nicht nur bei diesem Thema, bei vielen Themen, etwas mit uns selbst zu tun. Wenn man sich die jahrelangen Diskussionen in diesem Feld, also auch über Sexualassistenz und ähnliches anschaut, stößt man immer wieder darauf, dass im Grunde über das Thema Sexualität und Demenz nur gesprochen wird im Sinne von Vermeidung oder Begegnung herausforderndem Verhalten. Ja? Das heißt, also als ob Sexualität erstmal etwas Störendes ist, was dazu führt, dass es zu Übergriffigkeiten kommt, sowohl dem Partner gegenüber als auch Pflegekräften oder anderen. Das kommt natürlich auch vor, aber das ist nur so ein kleiner Teil des Bildes. Das, was fast gar nicht gesehen wird, ist, dass Sexualität erstmal etwas Wunderschönes ist und dass es natürlich auch im Alter und auch im Alter mit Demenz, dazu gibt es einige Forschung, belegt, dass Menschen natürlich noch Spaß an Sexualität und Intimität haben. Dazu haben der Kollege Müller-Hergel und ich auch bereits schon mal ein längeres Haustheater, so wie wir unsere Serie nennen, gemacht. Und ich selber führe auch im Dialogzentrum dazu, zu dem Thema Sexualität und Demenz, Online-Seminare durch. Das nächste findet übrigens am 24. Oktober 2022 statt. Also ausgehend, nun habe ich aber eine Studie gefunden, die das Thema mal anders angeht. Und zwar ist es eine qualitative Studie mit nur 9 Personen, das heißt 9 Partnern, Ehepartnern, Ehepartnerinnen von Menschen mit Demenz, die in ein Altenheim umgezogen sind, in eine spezialisiert stationäre Versorgung. Und in dieser niederländischen Studie hat man in halbstrukturierten Interviews die nicht demenzerkrankten Partner danach gefragt, welchen Einfluss dieser Einzug in das Altenheim und das Leben des einen Partners im Altenheim eben auf Liebe, Sexualität und Intimität hat. Und ich glaube, daraus können wir ganz viel lernen. Und es ist deswegen ein Lichtblick. Selbst wenn dort einiges gesagt wird, was eben nicht gut ist und wie es an, kann man daraus eben den Umkehrschluss ziehen und kann daraus für sich, für seine Praxis etwas nehmen, wo man sagt, aha, da ist ein Punkt, da können wir etwas ändern. Nochmals, es sind 9 Personen befragt worden. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Das bedeutet aber in diesem Falle nichts, da es uns auf Ideen bringt, die wichtig sind für die tägliche Versorgung. Diese Studie von Roloffs ist aus dem Jahre, ich glaube 2019, diese Publikation, die ich jetzt bespreche, ist in der Zeitschrift Dementia erschienen und wie gesagt, halbstrukturierte Interviews mit 9 Partnern und eben halt zu bestimmten Themen, und diese Themenbereiche nenne ich Ihnen einmal, wurden explizit Fragen gestellt. Nämlich einmal nach einer kurzen Einführung in die Thematik wurde besprochen, wie hoch das Interesse an der Beziehung noch ist. Dann wurde über das Thema Freundschaft gesprochen. Es wurde über das Thema Liebe gesprochen, das Thema Romantik, das Thema Intimität, das Thema Erotik, Sexualität und welche Bedürfnisse haben Sie. Und daraus hat man die Antworten genommen und hat aus den Zitaten sozusagen geclustert und hat daraus übergeordnete Themen und untergeordnete Themen erstellt. Und da ist Spannendes herausgekommen und das möchte ich Ihnen kurz darstellen, da es, glaube ich, enorm wichtig für unsere Praxis ist. Gehen wir also nun tiefer in die Studie hinein. Man hat also die Menschen befragt, hat sich mit denen zusammengesetzt und hat diese Interviews geführt. Und die ersten Ergebnisse, die herauskamen, war die Frage danach, welchen Einfluss hat die Demenz,
selbst, also die Demenzerkrankung, auf Liebe, Intimität und Sexualität in ihren Augen. Und es gibt sehr heterogene Antworten dieser neuen Angehörigen, dieser neuen nicht demenzerkrankten Angehörigen. Alle sagten aber durch die Bank, dass die Demenz natürlich einen Einfluss auf die Beziehung hatte. Das eine sind zum Beispiel die Rollenveränderungen. In ihren Augen gerät das Gleichgewicht aus den Fugen, ja, dass man sich zu bestimmten Zeiten nicht mehr, sagen wir mal, auf Augenhöhe bewegt. Oder jemand sagte, ich sehe meinen Partner als Patienten, nicht mehr als Ehepartner. Und aus diesem Grunde, selbst wenn er ein sexuelles Bedürfnis hatte, da dieses Gleichgewicht in seinen Augen nicht mehr da war, hatte er das Gefühl, er könnte den Partner sexuell ausnutzen und hatte deswegen Sorge, das zu tun. Was zum Beispiel dahin bringt, dass genau über diese Dinge gesprochen werden muss, darauf kommen wir aber später nochmal. Andere beschrieben, dass Beziehung mehr zur Freundschaft wird, und dann wiederum sagten andere, aber Freundschaft ist doch immer da. Die Beziehung wird nicht zur Freundschaft. Wenn ich 30, 40 Jahre mit einem Menschen verbringe, dann ist dort Freundschaft. Ja, da geht es ja nicht nur um Sexualität und Intimität. Andere fanden es schwer, bei Demenz überhaupt eine Form von Freundschaft zu erhalten. Das ging so weit, dass jemand zum Beispiel äußerte, dass er im Grunde darauf wartete, das gibt es auch in anderen Literaturen zu lesen, dass er sagte, Mensch, wann ist das endlich vorbei, das Ganze? Jetzt kommen wir mal zum Einfluss des eigentlichen Einzuges in die stationäre Versorgung. Und alle durch die Bank hatten große, große Schwierigkeiten. Und diese Interviews waren sehr, sehr emotional. Und jetzt der Einfluss des Einzuges auf die Liebe. Manche beschrieben, dass sie die gleiche Form von Liebe empfinden nach dem Einzug, wie sie es vor dem Einzug empfunden haben. Einige beschreiben aber auch den Verlust des Gefühls von Liebe mit fortschreitender Demenz. Manche beschrieben, dass Liebe und Romantik weiterhin enorm wichtig für sie sind. Und eine Person zum Beispiel sagte, wenn ich meinen Partner dort im Sessel sitzen sehe, bin ich genauso verliebt, genauso verknallt in ihn, wie es immer war. Es gibt so Umschreibungen, was für sie Liebe bedeutet. Da sagt zum Beispiel jemand, Liebe ist für ihn auch aneinander immer wieder zu denken, den anderen möglichst oft zu besuchen, zu kuscheln, zu schmusen, nebeneinander zu sitzen und Händchen zu halten. Und auch da kommen wir noch zu einem späteren Zeitpunkt dieses Videos dazu. Geht das überhaupt? Zum Beispiel, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, ja? Manche sagten, dass sie sogar mehr Liebe wieder empfinden als kurz vor dem Einzug, weil viele der täglichen Probleme ihnen genommen worden sind, dadurch, dass sie nicht mehr zusammenleben. Und andere vermissen Liebe und Romantik seitens des Menschen mit Demenz. Zum Beispiel beschrieb eine Frau, dass ihr Mann, der jetzt nun demenzkrank war und in der stationären Einrichtung ist, dass er immer ihr rote Rosen mitgebracht hat, dass er sie gefeiert hat und wir quasi auf Händen getragen hat und dass er das jetzt in der Demenz nicht mehr tut. Welchen Einfluss als zweiten Punkt hat der Einzug in eine stationäre Einrichtung auf Intimität und Sexualität? Die meisten hatten keine physische Sexualität, also den eigentlichen sexuellen Akt mehr mit demjenigen. Aber Intimität, beschrieben alle, wäre ihnen weiterhin sehr, sehr wichtig. Und sie gaben das Gleiche für die Betroffenen an. Übrigens haben Roloff und andere, die diese Studie gemacht haben, noch eine weitere Publikation gemacht. Vielleicht sage ich zu der auch noch mal was, in der sie die Perspektive der Klienten noch stärker befragt haben. Also der Menschen, die eine Demenz haben. Sowohl verbal als auch körperlich zeigten Menschen mit Demenz das Bedürfnis nach Intimität und Sexualität, beschrieben alle, fast alle. Und die Menschen, die keine Demenz hat, sagten auch, dass sie das sehr genießen, wenn der andere ihnen Avancen macht. Ja, also es ist eben nicht so, dass das immer so ist, dass Menschen mit Demenz da keine Lust mehr dran haben. Wie gesagt, da gibt es einige Studien zu. Aber sie beschrieben vor allen Dingen auch praktische Barrieren, ihre Form von Intimität zu leben. Eine Person zum Beispiel, was macht man, wenn der Partner im Rollstuhl sitzt? Ich hatte es gerade schon einmal genannt. Wie ist es denn dann? Wie kann man dann nah zusammenrücken, sich in den Arm nehmen und miteinander schmusen beispielsweise? Ein anderer Punkt, dass
man abgeschreckt war durch die Handlung oder durch das Offensive manchmal von Mensch mit Demenz, dass sie sagten, ich erkenne den nicht wirklich wieder, das war nicht oder war nie unsere Form von Intimität und Sexualität, die derjenige jetzt äußert. Aber sie sagten auch, es gibt einfach eine Abwesenheit von geschlossenen Orten, um sexuell aktiv zu sein. Also wo kann ich denn sexuell aktiv sein? Darauf bauen wir gleich noch, welchen Einfluss die Einrichtung selber hat. Manche aber sagten, dass Sexualität und Intimität nie eine große Rolle in ihrer Beziehung gespielt haben. Auch das müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass Liebe, Sexualität, Intimität in ihrer Gewichtung unterschiedlich bei Paaren ist und dass es dort nicht unbedingt ein besser oder schlechter geht oder um ein Nachlassen geht, sondern manchmal ist es einfach immer so auch gewesen, sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Und trotzdem nochmal war allen Intimität extrem wichtig. Jetzt kommen wir einmal zum Einfluss der stationären Einrichtung als solche auf Liebe, Intimität und Sexualität und denke, das ist nochmal für uns ganz wichtig. Und sie sprechen dort von einem Mangel an Gemütlichkeit. Und zwar ein Homeliness, also nicht Loneliness, Einsamkeit, sondern Homeliness. Also kein Gefühl des Zuhauses, der Gemütlichkeit, des Zusammengehörigkeit zu geben und von Privatheit. Es gibt halt in den meisten Einrichtungen keinen geeigneten Raum, um Liebe, Intimität und Sexualität zu erfahren, so wie sie es kennen. Man fühlt sich nicht sicher, beschreiben sie, und ungemütlich. Außerdem besitzt jede Pflegekraft ein, wie sie schreiben, sie ist ein Master Key, also ein Schlüssel, und könnte jederzeit die Tür öffnen oder klopfen nicht an beim Betreten der Zimmer. Oder es gibt ja diese lange jetzt schon Diskussion und auch Einsatz von Kameras, ja, zum Schutze. Und das ist auch sicherlich zum Schutze gemeint, der Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen. Aber wenn ich natürlich das Gefühl habe, hier ist eine Kamera, die etwas aufzeichnen könnte, auch auf den Fluren, das muss nicht im Zimmer sein, dann ist das natürlich schwierig, dann offen Liebe und Intimität aus oder Sexualität auszuleben. Das Ganze wird von vielen der Befragten als eine unnatürliche Situation beschrieben. Und wir müssen natürlich fragen, inwieweit gelingt es, in der stationären Altenpflege oder in der gerontopsychiatrischen Pflege überhaupt so etwas wie Zuhause und eine natürliche Form des Zuhauses herzustellen. Eine Person ging so weit und sagte, die Idee und das Versprechen, ein Zuhause zu gestalten in der stationären Altenpflege, hört meistens an der Stelle auf, wo man Gemeinschaftsräume als Wohnzimmer bezeichnet. Ja, das wäre sozusagen der große Akt, seitens vieler Einrichtungen so etwas wie ein Zuhause zu schaffen. Aber das Label allein macht es natürlich nicht. Außerdem hat man Angst davor, mit dem Pflegepersonal oder auch anderen Familienangehörigen, die haben ja auch einen Einfluss darauf. Ja? Nicht wenige Kinder von solchen Paaren möchten nicht oder sagen, das ziemt sich nicht mehr, ne? Sexualität, Intimität. Außerdem fühlen sich viele zum Beispiel der Angehörigen, die keine Demenz haben, herabgesetzt seitens des Pflegepersonals, wenn sie zum Beispiel gebeten werden, zu gehen, wenn derjenige ins Bett muss. Ja, also wenn das Pflegepersonal kommt und sagt, so, wir wollen jetzt ihrem Angehörigen helfen, ins Bett zu gehen, sie können jetzt nach Hause gehen, das hat natürlich nichts mehr mit zu Hause zu tun. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Was sind praktische Barrieren also in stationären Einrichtungen? Also da gibt es natürlich einmal Umgebungs- und Architekturbarrieren. Ja, es gibt gemeinsame Badezimmer in Doppelzimmern beispielsweise. Es gibt in vielen Einrichtungen keinen Platz für ein Doppelbett, wo man wirklich gemütlich zu zweit liegen kann. Eine Lösung, um Sexualität auszuleben, könnte ja sein, das wird viel diskutiert, sind spezielle Räume dafür. Da gab es einige der Befragten, die sagten, ja, das ist eine prima Idee, und andere sagten, auf gar keinen Fall, weil wenn ich dann mit meinem Partner, meiner Partnerin in diesen Raum gehe, dann weiß das ja jeder, was wir dort machen. Ja, also, und das war zwar schon ein Punkt, über den hatte ich vorher überhaupt nicht nachgedacht, aber es ist natürlich wahr. Ja, und Liebe und Sexualität ist eben halt etwas, oder Intimität ist halt etwas, wie ich schon sage, wie der Name schon sagt, etwas sehr Intimes. Und das soll und muss auch nicht jeder mitkommen. Ein weiterer Punkt ist die Kommunikation.
Fast alle beschrieben, dass Pflegende über dieses Thema nicht sprechen. Und sie schreiben auch, dass sie natürlich Vertrauen zu den Personen brauchen, mit denen sie darüber sprechen. Sie haben auf jeden Fall das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und einige schlagen vor, dass es besser wäre, wenn jemand von außen käme, ein Sozialarbeiter oder Sexualtherapeuten oder wer auch immer, der mit ihnen über diese Themen spricht. Und auch darin liegt in meinen Augen eine Aufgabe für uns in der Pflege und Betreuung, genau das oder diese Möglichkeit herzustellen. Das waren so in Kürze Auszüge aus dieser Studie und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal allgemein darüber. Nochmal, es ist eine limitierte Aussage, natürlich durch das kleine Sample, also nur 9 Personen wurden befragt. Aber es ist ein erfrischender Blick darauf, was Sexualität ausmacht. Es wird eben nicht Sexualität als etwas sozusagen bezeichnet, oh je, da müssen wir auch noch mit umgehen, sondern die beschreiben ganz deutlich, das ist Teil unseres Lebens und das ist wichtig für unsere Lebensqualität. Und auch das besagen Studien, ja, dass für die Lebensqualität eine erfüllte Sexualität extrem wichtig ist. Eben und gerade auch aus diesen negativen Beschreibungen lassen sich positive Entwicklungsoptionen beschreiben. Darum erscheint sozusagen dieser kurze Beitrag von mir auch in unserer Rubrik Lichtblicke. Fassen wir einmal zusammen. Der Schritt in die stationäre Altenpflege, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, ist ein gravierender. Und dass die Sexualität, Intimität und Liebe bei Paaren ist nicht homogen, das unterscheidet sich, ja, und das ist einfach, bei manchen Paaren ist solche Sexualität extrem wichtig und die war immer wichtig und bei manchen ist sie nicht wichtig und war auch nie wichtig. Bei manchen aber war sie nie wichtig, aber in der Demenz zum Beispiel kommt es und mit all diesen Dingen müssen sie umgehen und letztlich, wenn man ehrlich ist, geht es darum, gelingt es uns in stationären Einrichtungen oder kann es überhaupt gelingen, und das ist meine Frage natürlich an Sie, in stationären Einrichtungen eine Atmosphäre zu schaffen, in dem man das Gefühl hat, auch Intimität, Sexualität ausleben zu können. Nochmal dieses konkrete Beispiel. Was mache ich denn, wenn Leute miteinander schmusen wollen und einer der beiden Paaren, entweder der mit Demenz oder der ohne Demenz, sitzt in einem Rollstuhl? Achte ich darauf als Pflegekraft, dass man die beiden zum Beispiel, dass man ihnen hilft, sich gemeinsam auf ein Sofa zu setzen oder ähnliches? Warum? Wir haben ellenlange Diskussionen über Jahre darüber geführt, wie wichtig Einzelzimmer sind. Aber dass eine Architektur so beschaffen sein muss, dass dort auch ein Doppelbett reinpasst und dass es selbstverständlich ist, dass ein Partner, eine Partnerin dort mit übernachtet beispielsweise. Und dass es ganz wesentlich Ansprechpartner gibt, Ansprechpartnerinnen gibt, damit Angehörige überhaupt über dieses Thema reden können. Und dazu braucht es natürlich dann auch noch zu diesem Menschen ganz, ganz viel Vertrauen. Und ich denke, diese Dinge sind extrem wichtig. Und was nicht in dieser Studie stand, aber es war auch nicht der Fokus dieser Studie, ist natürlich, wir Pflegekräfte müssen lernen, über diese Themen zu sprechen. Wir Pflegekräfte, wir Betreuenden müssen lernen, uns damit auseinanderzusetzen und müssen endlich lernen, nicht unsere Idee von Sexualität anderen Menschen überzustülpen. Egal, ob sie eine Demenz haben oder keine haben. Also Liebe, Intimität und Sexualität sind extrem wichtig für Paare mit und ohne Demenz. Und genau das ist die Herausforderung an uns. Und in dieser kleinen Studie von Röhloffs und anderen, in dieser kleinen niederländischen Studie, sind viele, viele kleine Hinweise. Ich glaube, die ist Open Access erschienen. Ich schaue gleich nochmal. Ansonsten verlinke ich sowieso natürlich die Studie. Wenn sie frei erhältlich ist, dann hänge ich sie direkt an. In diesem Sinne, also, machen Sie das Beste raus, machen Sie weiterhin einen Unterschied. Bis bald. Ach so, noch einmal der Hinweis. Am 24. Oktober mache ich zum wiederholten Male ein Online-Zoom-Seminar zu diesem Thema Sexualität und Demenz. Gehen Sie auf den Blog des Dialogzentrums www.dzla.de, dort auf die Dialogakademie und dort finden Sie dieses Seminar. Noch sind Plätze frei, Sie können sich noch anmelden. Bis bald, Ihr Detlef Rüsing. Tschüss.